Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Minecraft. Rettet die Welt. Sind wir ja noch immer dran, irgendwie so, ne? Da war ja was. Rettet die Menschheit, genau, da war ja was. Wie geht's euch allen? Ich hoffe doch gut. Ja, breche die Beine, wir müssen... Geh doch da rein. Ports zu, hinlegen, schlafen. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Hatte ich gerade schon mal, ne? Willkommen zurück. Willkommen zurück im Irrenhaus. Ich müsste mal was essen, ne? Haben wir... Guck mal, wir haben Kartoffeln, haben wir. Das ist doch sehr schön. Wir haben auf jeden Fall schon mal Kartoffeln. Die können wir mal strangulieren. So. Guten Tag, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Dann könnten wir... Jetzt lass mich gucken. Wir waren ja... Ich war ja Ewigkeiten nicht mehr hier. Hier ist Stein drin. Und dann können wir das doch da reinpacken. So. Dann haben wir... Da ist bestimmt Erde drin. Siehste, hab ich doch gewusst. Da ist die Erde drin. Die müssen wir ja nachher sowieso, ne? Die kommt ja hier, wo auch die alles schön verteilt. Da soll ja so ein richtig schöner Hang soll das ja werden, ne? Dann, was haben wir hier drinne? Da ist ja jetzt der Rest drinne. Guck mal, da oben ist Kies. Die Blumen, die würde ich am liebsten direkt in den Komposter oder so schmeißen. Dann haben wir hier noch ein Bett. Aus unerklärlichen Gründen. Dann haben wir hier einen Birkensetzling. Dann haben wir ein bisschen die Kohle. Die können wir doch direkt mal da in den Ofen werfen, oder nicht? Die können wir doch direkt mal, guck mal da. Machen wir das Deck voll. Dann nehmen wir uns den Birkensetzling. Birken. Birke. Die Birke. Hauen den drüben hin, würde ich sagen, ne? Ja, und der Rest, ja, keine Ahnung, der Rest könnte eigentlich in die Tonne, ne? Könnte eigentlich so in die Tonne, so wie er da steht. Komm, wir bringen erstmal den Birkensetzling. Den Setzling, den bringen wir mal weg. Guck mal, da warten die Hühner auf mich. Mit dem Ei. Mit dem Eichen. Ja, das ist doch schön. Eier nehmen wir doch immer gerne. Komm, setzen wir den mal. Den setzen wir. Ja, wo sitzen wir? Ja, komm. Setzen wir den da hin. Wir haben ja jetzt hier so hammergeile Axt, ne? Wir haben ja so ein hammergeiles Hau-zu-Dinge. Damit kannst du ja direkt mal hier komplette Bäume. Hallo, Teddybär. Hallo. Hör da meckern auf oder ich hau dir das Schwert in den Rücken. Ist denn verkehrt bei dir? So, Eichenholz haben wir auch. Alter, ich hab ein Schwert. Guck dir das Schwert an. Damit hau ich einmal zu. Zweimal. Wenn du Pech hast. Willst du das? Willst du das? Ich glaube nicht. Also hör da meckern auf. Ansonsten baust du ein Gehege. Dann kannst du meckern, bis du umfällst. Nee, 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 immer dir. Was ist mit dir? Hip, 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 hip. So, das haben wir. Wir haben Birkenholz, haben wir jetzt, ne? Ja. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier schon mal neue Kisten bauen. Dann ist das schon mal sehr gut, weil wir werden hier jede Menge Kisten brauchen. Da können wir schon mal sicher sein, weil wir werden ja hier, ne? Muss ja weg. Also hauen wir mal munter drauf zu, ne? Haben wir sonst keine Hobbys? Ah, guck mal, da war ich schon beim letzten Mal. Wir haben hier sehr viel vor. Und dann müssen wir... Oh, hallo? Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Reise machen, ne? Das steht ja auch, das steht ja... Wie weit müssen wir denn hier hochbuddeln? Okay. Frage beantwortet. Es dauert. Da ist Kies. Da kommt Licht ins Dunkle. Das ist ja schon mal sehr schön, wenn da Licht kommt. Dann sehen wir zumindest was. Ich glaube, es wäre auch sinnvoller gewesen, wenn ich von oben nach unten gegangen wäre, ne?
Ich glaube, das wäre um einiges sinnvoller gewesen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ach, guck mal. Hier haben wir auch beim letzten Mal schon gebuddelt. Wieso haben wir dann hier nicht weitergemacht? Wieso waren wir nicht so intelligent? Hä? Wer kann mir das sagen? Weil ich Tapa bin, weil ich nix Intelligentus bin. Ich nicht. Jeder andere vielleicht, aber nicht ich. Aber deswegen macht es ja auch so viel Spaß. Weil ich nicht drüber nachdenke, was ich mache. Ich mache einfach. So. Guck mal, da ist ein Loch. Da war der Kies, ne? Ach. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum wir runtergegangen sind. Weil die Schaufel kaputt ist. Ja, da lang. Mensch. Da kommt noch mehr Kies. Da ist auch noch Kies. Dann haben wir da noch ein bisschen Erde. Ah, guck mal da. Auch die ist kaputt. Ah, ich Depp. Ich hätte ja sowieso hoch hier mussten, ne? Ich hätte ja sowieso hoch hier muss. Weil ist da die Werkbank. Das müssen wir tauschen. Oh, die sieht aber auch nicht mehr gut aus, ne? Die sieht aber auch nicht mehr gut aus, die Dinge da. Ne? Das ist ja, da muss man ja mal sagen. Das ist ja ein Krampf, ist das. So. Die nehmen wir auch mal hier raus. Die einzelnen Dinger hier. So geht das ja nun nicht hier. Ah, guck mal, ist das eine Wohltat. Ja, da habe ich mich schon die ganze Zeit in diesem Let's Play drauf gefreut, ne? Endlich auf vernünftige Werkzeuge. Herrlich. Aber das ist ja... Das geht durch wie Butter geht das. Einfach mal. Nichts denken, nichts sagen, einfach machen. Guckt euch das an, einfach mal komplett... Du kannst hier komplett die Berge jetzt rausreißen. Also im Grunde genau das, was wir ja vorhaben, können wir jetzt machen. Und das wird so... Oh, ja. Ich freue mich. Herrlich. Die Erde können wir dann... Ich glaube aber, das werde ich wirklich offstream machen. Die kann ich dann da hinten direkt wieder neu verteilen. Weil wir müssen ja den ganzen See und alles anordnen, ne? Da war ja was. Da unten ist tote Hose. Da ist tote Hose. Und bevor ihr fragt oder euch wundert, ja, ich lasse die Cam heute mal aus. Ich habe keine Lust, die Cam anzumachen, auch wenn es nur ein Knöpfchen wäre. Aber nö, heute mal nicht. Ich bin heute nicht fotogen genug. Ja, genau. Lass man das einfach mal so im Raum stehen. Ich bin nicht fotogen genug. Auch wieder so ein schönes Wort. Kann auch nur von mir kommen. Das kann auch nur von mir kommen. Jetzt habe ich hier schon zwei Kühe. Was ist denn los mit euch? Meine Dings ist auch schon wieder kaputt, ne? Ja, hör da meckern auf. Ihr kriegt auch noch ein Gehege. Kuh fällt. Komm, weißt du was? Guck, macht mal alle schnell die Augen zu. Hat keiner gesehen. Ihr habt nur was Grunzen gehört. Die Kuh, die ist den Hang runtergefallen. Die ist ganz schnell abgehauen. Die konnte fliegen. Versprochen. Die Kuh konnte fliegen. Definitiv. Also das ist... Boah, da ist schon wieder Kies drin. Sei der scheiß Kies hier jedes Mal. Aber selbst der Hammer, das ist so eine Wohltat. Also ich könnte für das Werkzeug, ich könnte auch Werbung machen, ne? Guck da hier, Tinkerwerkzeuge. 1A. Damit könnt ihr alles niedermetzeln.
Und das ist ja nur die Eisenvariante, ne? Die Kobaltvariante, die ist ja noch geiler. Machst du Werkzeuge aus? Boah. So, wir müssen da runter. Den hauen wir nieder. Dann nehmen wir den auch weg. Dann nehmen wir den auch mal weg. Die drei auch hier mal eben, ne? So. Dann. Wir müssen ja Platz schaffen hier. Und das Schlimme ist, ich weiß, ich muss hier ja noch tiefer, ne? Ich muss ja noch tiefer. Aufsammeln tun wir das nicht, weil das ist, ne? Ich habe mir im Moment sowieso kein Lagerhaus. Also braucht man das auch nicht sammeln. Ich wüsste nämlich auch nicht, wo es das lag. Lagerhausplan habe ich schon, wo das hinkommt. So eine grobe Richtung habe ich. Ich würde es gerne von unten und von oben begehbar machen. Also, dass ich da reinkomme. In diesem Sinne, ne? Und dann würde ich aber gerne... Ich weiß nicht, ob ich direkt zwei Lagerhäuser baue oder nur eins. Das weiß ich noch nicht. Aber ich würde dann gerne... So mitten in der Stadt. Das irgendwo unter der Stadt dann. Also, dass es ziemlich mittig in der Stadt ist. Ich glaube, es wird dunkel, ne? Habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, irgendwie, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird hier dunkel. Ich glaube, es ist dunkel. So, jetzt sehen wir auch was. Jetzt sehen wir auch was. Den packen wir da hin, so. Der ist sowieso gleich kaputt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich noch muss. Aber am sinnvollsten wäre ja bis zum Ende, ne? So, hauen wir da auch noch eine Fackel hin. Alter, wo geht's denn hier noch hin? Da kommt Erde. Das sieht gut aus. Wenn der Erde kommt, das ist immer gut. Wenn der Erde kommt, das ist immer gut. Ah, guck mal. Da sehen wir doch. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal einmal bis zum Ende. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal vom Vorteil. Weiß ja noch nicht. Hier die ganze Gemüse liegen, ne? Ah. Ja. Da sehen wir. Da ist Kohle, aber ich musste erst die Taschen leer machen. Dann können wir auch direkt mal pennen gehen, ne? Könnten wir ja auch. Ja, mache die Tür zu, ja. Besser ist es, ne? Besser ist es. Machst du die Tür zu, wirst du leben. Machst du die Tür auf, wirst du sterben. So einfach ist das. Das da rein, das da rein. Dann der Blueschiss, der muss da rein. Die Erde kann da raus. Da packen wir die nämlich schon da rein. Dann könnten wir eigentlich noch mal ein paar Kisten machen, ne? Könnten wir eigentlich machen, ne? Ja, eigentlich schon. So. Sorry, ich musste gerade mal kurz eine Pause machen, weil ich musste so dringend auf Toilette und das schon nach einer Viertelstunde, ne? Wahnsinn, das auch, das darfst du keinem erzählen. Der ist am Stream, muss dann eine Viertelstunde schon auf Toilette. Das ist, das passiert, wenn man den ganzen Tag Kaffee trinkt. Das ist... Nix gut, nix gut. Gar nichts gut. So, dann haben wir die beiden schon wieder repariert. Und ich würde gerne nochmal eine Höhlentour machen. Müssen wir ja auch machen, ne?
Damit ich aber. Jetzt halt, ja. Wir brauchen Redstone und Lapis, brauchen wir. Damit wir die Werkzeuge weiter modifizieren können. Ja. So, wir bauen erstmal, wir brauchen Kisten. So, da haben wir 44. So, da kriegen wir 5 raus. Das ist schon mal sehr gut. Dann müssen wir natürlich ein bisschen sortieren hier, ein klein wenig. Da kriegen wir nochmal 2, das sind 7. So, wir sortieren den ganzen Spaß nämlich jetzt erstmal. Dann haben wir das nämlich direkt. Und ich weiß, in der anderen hatten wir die alle hier drunter, ne? Wir hatten die alle da drunter stehen. So, die Erde. Können wir eigentlich hier hinpacken. So. Da können wir, ich würde da das ganze Blumenzeug reinpacken. Weil, ganz ehrlich, das braucht kein Mensch. Dann haben wir die nämlich weg. Da können wir die nämlich da rausholen. Guckt euch das an hier. Das, die Setzlinge bleiben drin. Der kann raus. Das kann raus. Der kann raus. Der kann raus. Was haben wir sonst hier noch drin? Ein dolles Ei kann auch raus, weil davon stirbst du nur. Das ist so heimtückisch, das Zeug. So. Die kommen auch da rein. Das Hähnchen kann eigentlich direkt in den Ofen werfen, ne? Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Chicken. Chicken. So. Die Insel, ne? Ich wundere mich auch jedes Mal auf ein Neues, dass von da oben noch nichts runtergefallen ist. So, das. Die auch da rein, ne? Hat man gesagt. So, dann haben wir. Hier ist Essen drin. Nur Essen, ne? Ja. Das raus, das raus. Haben wir da sonst noch irgendwo einen Setzling? Sieht da noch einer ein? Nee, ne? Artischocke. Nö, das war's. Dann wünsche ich mich eine Kiste. Was haben wir hier? Guck mal. Da ist nämlich der ganze andere Rotz drin. Die können da rein. Das raus, das raus, das raus, das raus. Der da rein, der da rein, der da rein. Die Setzlinge können wir auch da reinpacken. Das ist nämlich unsere Mischmaschkiste. Die Kisten können in die Kisten, ne? Kisten, die Kisten, die Kistes, Kisten. Dann können die Blumen nämlich da rein. So. So. Haben wir die schon mal weg. Vielleicht können wir die irgendwo mal an den Straßenrand oder so bepflanzen. Keine Ahnung. Aber im Moment brauche ich sie nicht. So, Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Wo waren wir denn? Wir waren hier, ne? Ja. Hat aber wieder einen blöd gehauen. Hat aber wieder einer sehr blöd gehauen. Guck mal, das macht doch so, macht das doch sehr viel mehr Sinn. Da hat aber wirklich einer blöd gehauen. So, der muss auch weg. Den wollen wir ja nicht da lassen. So. Das, 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 das. Dann müssen wir mal gucken, dass wir roten Sand kriegen. Keramik brauchen wir. Es wäre sowieso vom Vorteil, wenn wir mal so eine kleine Expeditionsreise machen, ne? Weit gekommen sind wir ja nicht, wenn ich mir das so angucke. Wir sind ja hier in Rovorado sind wir gestartet, quasi. Und dann sind wir eigentlich nur hier so ein bisschen durch die Eiswüste gelaufen, an der Fnalhof vorbei, nach Edoker. Und da sind wir ja gelandet. Dann haben wir da das Dorf noch gefunden. Viel weiter sind wir da auch nicht. Dann waren wir in Tecorado. Da haben wir die Leute geholt. Aber hier weiter sind wir noch nicht gekommen. Ne? Könnten wir eigentlich auch mal demnächst irgendwann mal machen. So, mal eine schöne kleine Reise. Was haltet ihr davon? Also ich wäre ja generell, ich bin ja sowieso, ne? So ein Reisetyp. Gerade in Minecraft. Da gibt es so viele Sachen zu entdecken. Ist zwar manchmal auch lästig wegen den ganzen Tieren, weil die dich halt angreifen und alles. Aber ansonsten geht das schon klar. Kann man das machen? Blablabla.
Ah, das dauert hier, ne? Das dauert. Ja, da ist schon wieder die Kuh. Ich höre sie doch schon. Ich höre sie doch schon. Erde, 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 Erde. Ja, immer her damit. Wir müssen noch tiefer, ne? Wir müssen halt noch tiefer. Aber das geht ja schnell. Ja, ist doch gut jetzt. Jetzt nämlich auf der Seite wieder zurück. Da ist die Kuh schon wieder. Die hat Langeweile. Hey, sag mal. Ich fühle mich den Kleinen nicht verfolgt, ne? Geh doch weg da. Ich muss hier arbeiten. Ich weiß, das kennst du nicht. Arbeit ist so ein Fremdwort. Ich muss irgendwas in der Tasche haben. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas muss ich in der Tasche haben. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich kann es euch noch nicht sagen. Wenn da jetzt die nächste Kuh runterkommt, ne? Kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Gehen wir mal schnell reparieren. Können wir auch neues Eisenbald holen. Dann können wir auch demnächst neues Eisen holen. Nee, 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 da geht so schnell hier. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da hinten bin ich, ne? Mach doch erstmal die Stellen, die du siehst. Das wäre vielleicht einfacher. Da gibt noch mehr Gemüse. Da kommt noch mehr Gemüse. Und liebe Kinder, denkt dran, ne? Immer schön Gemüse essen. Dann werdet ihr auch stark und groß. Und bleibt gesund. In Gemüse sind viele, viele Vitamine. Und wenn euch irgendeiner sagt, im Erdbeerkäse ist auch Vitamine, lügt er. Er lügt. Im Erdbeerkäse sind keine Vitamine. Bei dem ist dann irgendwas verkehrt hier laufen. So. Nehmen wir den Riegel hier auch noch raus, ne? Besser ist es. Besser ist es. Och, Kuh, ist so gut jetzt. Ist doch gut jetzt. Den können wir auch rausnehmen. Da haben wir auch noch welche. Da auch. Weg. So, dann nehmen wir den da raus, ne? So, jetzt kommt halt Interessante wieder, ne? Oh, die treffe ich noch, das ist sehr gut. Den nicht mehr. Dann können wir nämlich hier die weghauen. Der muss auch weg.
So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Dann nehmen wir die Ecke da raus, ne? So, und noch tiefer. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich glaube, hier zieht es wieder ein bisschen, ne? Kann das sein? So, der ist auch weg. Den können wir auch köpfen. So. Dann geht es weiter da lang. Ach ja. Und ihr? Was macht ihr so? Außer so einem bekloppten Zugucken, wie ihr hier Wände rausreißt mal wieder. Weil er sonst keine Hobbys hat. Weil er sonst keine Hobbys hat. Plim. Jetzt fehlt die Musik, ne? Jetzt fehlt die Musik. Aber ist ja nicht schlimm. Da gibt es jetzt Schlimmeres. Upsala. Ach, guck mal einen an. So. Haben wir die Ecke soweit auch, ne? Zumindest den Spalt. Das hier noch rausnehmen. Ist ja sowieso alles weg. So, dann nehmen wir den kleinen hier auch weg. So. Da könnte man nämlich eigentlich hier direkt zurückgehen. In der Hoffnung, dass der Hammer das hält. Aber normalerweise müsste der das halten. Normalerweise müsste der das halten. Da hätten wir das nämlich auch. Und hier geht es nämlich eigentlich auch schon vom Hang her wieder runter. Das ist auch schon mal. Oh, da kommt Kies. Jo, ja Mensch. Da kommt ja Kies. Da kommt ja Kies. Sehr schön. Nehmen wir die Ecke auch noch raus. So. Den nehmen wir auch noch raus, dann nehmen wir den auch noch raus. Dann sehen wir auch da oben was. Den können wir auch noch mitnehmen, den auch noch. Oh. Hat mal einer einen 1-Euro-Jobber oder so? So, ich frage für einen Freund. Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Sie, da. Nimmst du den raus, dann nimmst du die auch noch raus. Dann haben wir das nämlich, ne? So, den kannst du auch mitnehmen. Kommst du da dran? Ja, so. Das funktioniert. So. Dann machen wir mal die Taschen leer. Hier war ja Essen drin, ne? Das zum... Ja, was heißt Essen? Baumwolle ist ja nicht wirklich Essen. Aber halt... lebenswichtige Utensilien, sagen wir es mal so, wie es ist. Da sind die Pflanzen drin. So. Hätte ich aber auch die Erde reinpacken können, ne? Ich könnte aber auch den Rest, den könnte ich eigentlich mal da rauspacken, ne? Den könnte ich eigentlich mal da rauspacken. Dann hätte ich auch viel mehr Platz in der Tasche, kann das sein? Dann hätte ich hier auch mehr Platz in der Tasche. Guck mal hier. Das Schwert brauche ich doch nicht. Die Schaufel brauche ich auch nicht.
Die Axt brauche ich auch nicht. Die Axt brauche ich auch nicht. Und die Kartoffeln könnte ich eigentlich auch da liegen lassen, ne? Eigentlich ja.